Richard, komm mal los, das ist Leiwand, oder? Der Tiroler Hof. Zum Empfehlen. Ja, zum Empfehlen. Wuli, wenn du so früh aufstehst, habe ich dann Gefallen gemacht. Wuli, du stehst in der Pole Position, schau. Ja, nein, genau. Was die Grinst du auf? Tag 2 unserer zweitägigen Glockentour 2021 und Innendienstler Riatsch hat von Weg nach Hause wieder eine sehr leibende Route ausgearbeitet. Das erste Ziel heute ist zugleich wahrscheinlich auch der Höhepunkt des Tages für uns. Die Nockalmstraße. Aber auch Hochrindl, die Bretkower Straße, der Hocheckersattel, Hohentorn und Kaiserau sind wunderbare Motorradstrecken, die wir heute noch gefahren werden. Ja, und dann kommen wir unserer Heimat Niederösterreich schon immer näher und somit auch zu jenen Strecken, welche ebenso bekannt wie wunderbar sind. Wir sie aber im Gegenteil zu den vorhin genannten im Jahr doch des Öfteren befahren. Zum Beispiel das Gesäuse, die Wildalpen, das Marazellerland und die Nocksalp. Und durch über 52 Kehren schlängelt sich die mordpflichtige Nockalmstraße zwischen Innergrems und Reichenau. Leinwandstickel, gell? Und Sweden ist auch ein Traum, was? Ja, aber sie überhaupt nicht beschwert. Bitte? Ja, aber sie nicht beschwert. Super! Swede, taugt's da? Leihwand, gell? Wie ich gesagt, das super Stricken. Super, gell? Das normalerweise nicht. Und du warst doch nie auf der Nockalm, gell? Nein. Na, jetzt wird es genießen. Jetzt wird es genießen. Endlich! Endlich! Wie weit geht's denn da auf? Ja, die ganze Strecke ist 24,5, aber bis zur anderen Mautstelle oben wieder. Puh, eh nicht zu weit. Du bist auch schon mal gefahren? Ja, cool. Aber von drüber aufgefahren, oder? Von beiden Seiten bin ich schon gefahren. Sehr klar. Ja. Wurde die Videokamera nicht auf Aufnahme geschaltet gehabt. Hallo, hallo, hallo. Ja, das kann passieren. Du nicht in meinen Wunden fühlen. Ja, mei. So, wenn der Opa einmal eine Schwachstelle hat, muss man es ausnutzen. Hey, ich hab kein Problem damit. Ja! Ja.
Wenn du Kufel haben, musst du da aufpassen, gell? Zwede. Ach so. Ja. Gitter. Gitter musst du aufpassen, gerade über die Gitter drüber, das weißt du eh. Ach so. Ja, die sind richtig brat nämlich. Ja, manchmal hinter der Kurve. Erst 1971 beschloss die Kärntner Landesregierung den Bau der Nockalmstraße, welche 1981 dann auch für den Verkehr freigegeben wurde. Einerseits wollte man eine Verbesserung zur Bewirtschaftung im Alp- und Forstbetrieb ermöglichen, andererseits erhoffte man sich durch die bessere Anbindung an den Zentralraum Kärntens natürlich auch einen Aufschwung des Tourismus im Nockgebiet. Im Nachhinein kann man sagen, dass diese schonende Art und Weise, wie die Straße über die sanften Kuppen dieser Mittelgebirgslandschaft gebaut wurde, seit über 40 Jahren auch sehr beliebt bei Motorradfahrern ist. Thank you.
Habe du vor! Anderen? Ja. Dass wir da bleiben? Ja, okay. Die Glockenhütten. Okay, nein. Und zu viel versprochen. Na super, mega. Mega. Alter, und was das Leben ist? Die Schaltzeiten, Bremsen, wenn man die gleiche Motorisierung hat. Ja. Das habe ich hinten. Genau gleich, voll super. Alter, volle Freiheit. Und schau das Wetter an. Voll geil. Und wenn man das macht, so, das muss man öfter machen. Gell? Ich bin aber jetzt froh, dass ich mit der neuen Fuhrgesehen war unterwegs. Weißt du, haben wir das gemacht, oder? Ja, ja. Fuhrgesehen 20 und heuer wieder. Ja. Das ist so, heuer haben wir die Nockern gemacht. Halt, ne? Super. Ja, eh. Aber was der bis hier immer ist, ne? Wie weit sind wir da noch? Jetzt sind wir gute 20 Kilometer gefahren. Jetzt ist es nicht mehr so weit da, oder? Nein. Was? Das ist ja nicht mehr so weit. So, das ist ja nicht mehr jetzt hat 8,25.
Nein, das sind 8,30. Da oben ist 8,50. Okay, so. Aber da gibt es auch 8,10 auch. Ich glaube, das ist 8,30. Aber 8,10 gibt es auch. Warte, das muss ich festhalten. Da riecht schon auf einer Afrika. Warte, warte. Schau, wie er lacht. Jetzt haben wir da wird es kein 98 Adventure, glaube ich. Jetzt haben wir bekehrt. Kannst du auch mit uns fahren mitfahren dann? Wie war das Gefühl, jetzt ein Motor, Honda-Motor unter super. Dir zwischen den aber, Beinen? Aber der Schalthebel fehlt mir irgendwie. Der fehlt da nicht lang, glauben wir es. Genau, der fehlt da nicht lang, ich wollte dir auch sagen. Daumen und Zeigefinger setzen, wenn du manuell fährst. Oder du scheißt drauf. Was für lässig, ich fahre nur manuell drauf. Ich fahre auch nur manuell. Gehen wir zu. Ja, gehen wir. Hey, komm zu, da ist so viel wärmer. Richard. Ein Bauerngropfen, so ein Schliergropfen heißt es dein Ding, gell? So. Ist das mit Marmelade gefüllt? Ich weiß nicht mehr, was da oben drauf ist. Nein, der ist nichts gefüllt, da sind Rosinen drin, aber der ist sehr gut und saftig. Ja, nein, den kannst du nehmen. Ist er saftig? Ja, ja, super. Obwohl er nicht gefüllt ist, sehr gut, ja. Super, ja. Ja, das treibt sich jetzt schon mal. Wulli, was schaust denn du schon wieder? Wetter, oder was? Ja. Ja. Ein Gewitterwolken. Ja, aber in der Schweiz, ne? Ja. Bei uns, nein. Wir haben jetzt aber andere Probleme. Wir haben da einen Kaffee. Wir haben andere Probleme. Und einen Bauernkropfen. Zwede, hau ein. Sowieso. Hast du eher einen eigenen? Ja, der Zwede hat eher einen eigenen. Hat eher einen eigenen. Brauch ich auf meinen zu aufpassen, dass du einen eigenen hast. Schönes, Freunde. Wirklich schön. Zwede, wo musst du jetzt da hin, Zwede? Nach Dreisen, wo die Ausstellung war, oder? Genau, ich muss da unten links über die Duracher hin nach Dreisen. In Dreisen zur Rupert-Hollers-Ausstellung, die ist heute, wird heute finalisiert und da wird übergeben auch was für die Kinderkrebshilfe, gell? Genau, freie Spenden. Ja, immer eine super Veranstaltung, ehrlich gesagt. Zahlt sich aus. Gut, bis zum nächsten Mal, Zwede. Ciao, ciao. Das ist ein Wahnsinn. Der Zwede ist sowas von Kamera erprobt. We'll be right back.
Brindl ist ein ca. 1600 Meter hoher Alpenpass in den Kärntner Nockbergen. Die durch Almwirtschaft geprägte Landschaft war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend unbewohnt. Erst durch den zunehmenden Sommer- und Wintertourismus in den letzten Jahrzehnten hat sich die Landschaft grundlegend geändert. Mittlerweile sind auf dem kargen und infrastrukturarmen Gebiet vier Ortschaften entstanden, die ihre Existenz fast ausschließlich der touristischen Erschließung verdanken. Was du machen? Ich nix mehr. Immer putzt er, ne, Rietsch? Immer putzt er bis jetzt. Eis holen wir. Na, holen wir sie ein Eis. Natürlich kein kleines, sondern eins für Erwachsene. So will ich auch essen. Wieso nicht? Warte mal eins ein. Aha. Squo oder Häuptling? Interessant. So bist du. Was die Kranksten tun. Was war der oben? Viel traust du auch nicht. Aber so ein Arsch wieder, was? Du zählst ja immer wieder ein. Ich bin schon so auf den Regen gefreut. Wie es ausschaut, werden wir Pech haben. Wird schön bleiben. So schaut's aus. Des vielbefahrenen Murtals liegt der 1318 Meter hohe Alpenpass Hochäckersalm.
Seine Passhöhe befindet sich direkt am malerischen Gellsee, wo sich auch die Stichstraße ins Skigebiet Lachtal befindet. B114, auch gerne Triebener Tauernstraße genannt, erreicht direkt in der Ortschaft Hohentauern ihre Passhöhe von 1274 Meter. Der steirische Gebirgspass über die niederen Tauern führt vom Süden her kommend 30 Kilometer sanft ansteigend durch das Tal des Pölsbaches, wogegen die Nordrampe im Tal des Tauernbaches auf 8 Kilometer einen Höhenunterschied von 569 Meter aufweist. Topografische Situation erforderte bereits in den 1970er Jahren eine Neugestaltung der Nordrampe. Das obere 2,5 Kilometer lange Teilstück reduzierte zwar die maximale Steigung von 21 auf 13%, trotzdem kam es immer wieder im unteren noch 16%igen Steilstück direkt in das Ortsgebiet von Trieben zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Und Grund, wie sollte es anders sein, waren zumeist schadhafte Bremsen an Schwerfahrzeugen. Am 21. Juni 2006 erfolgte schlussendlich der Spatenstich des letzten Teilstücks. Das steile Gelände erforderte aber umfangreiche Hangbefestigungen und den Bau großer Stützmauern. Dieser Abschnitt mit nur noch einer maximalen Steigung von 10% wurde schlussendlich am 8. Oktober 2008 im Verkehr übergeben. Die nächsten Kilometer führen uns weiter auf der L713 von Trieben über die Hochebene Kaisau bis nach Atten. Die Kaisau ist ein auf rund 1100 Meter gelegenes Hochtal in den Enztaler Alpen und bietet auf der gut 15 Kilometer langen Strecke nicht nur tolle Blicke in die Landschaft, sondern auch mächtig Fahrvergnügen.
Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go wherever you go. Every day is a heartbeat. Every day another moan. Every day is a gallows. I can feel it in the bone. Na, da haben wir wieder die Wahl der Qual, oder? Ja, was gibt's das Neues? Aber sicherlich. Wie jetzt sagst du, Rietsch? Haben wir da nur einen Klick gehabt, haben wir was gekriegt? Genau. Da mächtige Wand, oder? Ah, das war jetzt aber gut. Ja, so werden wir es machen. Bester Guide ever. Der ist wieder weitergefahren. Und die Steiermark, die sind runtergefistert teilweise, was? Ganz schlecht. Also, die Strecke ist ein Wahnsinn. Aber eine schöne Strecke, die sind wir heute wieder gefahren. Voll. Und viel Teerwürstel. Ja. Das haben wir heute beendet. Ja. Und genau am Teerwürstel hat es mich hergezaubert und genau gekommen und der Auto auch noch nicht ausgefallen. Das ist schon ganz schön, aber jetzt schon unbezichert. Überlegt. Mit den Autos vom Triebener da runter. Die haben sie eh ganz schön reingelassen. Ja, da haben wir auch gedacht, ich fahre mal. Ich wollte das nicht, oder? Weil die paar Kurven heute schon so viele Kurven gefahren. Denkt da vorher hinten auch jetzt.
halb so wild. Das kannst du nicht, gell? Nein, das macht mich nervös. Da oben die und gerade die Schenke. Wenn man denkt, nein, das ist. Du wolltest das eh hier dann, dann ist das nicht scheiße. Ja, nein, das ist. Ich hab mir eh dann gedacht, das geht dann nicht mehr. Wisst ihr, das ist dann gar nicht gut. Ja, und bei da, wir haben so viel am Brechen, die Masse mit abbrechen. Ah, mein Gott. Das muss ich immer alles auf den Boden gehen. Nein. Das ist jeder wieder ein sehr langer Fahrtag und wir stoppen mal kurz am Wasserfall im Halldal. Immer netter Platz zum Stehenbleiben. Nächster Stopp, KK, kalte Küche. Kalte Kugel halt. Oh, meine Brühen, siehst du es?
trouble, I'll